So, ich habe sogar die Flas drin für sie. Okay, sie schmeißen den Dings rein? Okay. Ich mache das aber nice und easy mit denen und check erstmal, was sie so drauf haben und dann können wir vielleicht größere Pulse machen. Schauen, ob sie Damage machen. Ernsthaft, er hat den Hund auf Taunt? Ja gut, ich lasse ihn einfach sterben, oder? Wenn er den Hund auf Taunt hat. Schauen wir mal, ob der Shami, ob der was taugt. Wir killen natürlich wieder alles gleichzeitig. Dass der Buff ja weiter stackt. Jetzt werden wir gleich den dritten. Genau so spielst du es nicht. Da haben wir nämlich ewig hochgesteckten Buff für nichts quasi. Ich bin außer Reichweite. Normalerweise ziehst du hier die Gruppen zusammen, ne? Aber. Ist noch nicht bereit. Ich mach das jetzt. Ich chill mit denen, weil. Ich trau random Gruppen prinzipiell nicht mehr. Das geht auf jeden Fall. Also so safe müssen wir es dann auch nicht spielen. Normalerweise ziehst du die beiden Gruppen easy zusammen. Da ist gar kein Stress. Bloß, ne? Bevor du am Rumwipen bist. Kann er die nicht runternehmen, die Krankheiten? Gift? Kann das nicht Shami? Ich meine schon. Sonst ist halt wieder gleichzeitig alle tot. Wir kriegen wieder einen Dreier-Stack. Ich brauche ein Ziel. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich habe mich schon versucht, selber zu heilen. Ja, Kea, du mich auch. Ich habe mich schon selber geheilt. Wir können die mitziehen. Müssen bloß schnell sein. Danach werden wir halt sogar triggern. Ich bin außer Reichweite. Hat er den einen gestunt? Ernsthaft? Danach werden wir Bonsandi wahrscheinlich triggern. Ich hätte doch meine Inka nicht ziehen sollen. Ja, du. Weißt du, normalerweise ist es halt schon cool, alle gleichzeitig zu DPSen, außer wenn du den Affix hast. Und der addet jetzt aber nicht gleich noch den ganzen Scheiß weiter. Jetzt soll er erstmal die Leute hochziehen, bevor wir den killen. Warte mal, jetzt darf ich nicht healen. Gefallene. Eigentlich stellst du dich jetzt hier dahinter, dann kannst du nämlich alle zusammenziehen. Ist noch nicht bereit. Nehmt das Heilhappen nicht übel. Wenigstens macht der DH einen Master. Ich hoffe, der Heiler dispelt, dann wäre ich schon echt froh. Ich muss näher ran. Aber wir waren Masterns. Also, das freut mich schon mal. Er folgt einfach dem Ruf der Natur. Gut, das mit dem Dispeln klappt nicht so gut. Er lässt es einfach durchlaufen. Was hat jedes Mal mich selber noch hier hin? Euer Untergang naht! Der Ding hat ja schon mal richtig gut funktioniert. Ich benutze hier meine Inka. Beim Boss ist es eh gewastet. Haben wir eigentlich einen HT da? Ah doch, wir haben Shami. Lädt immer noch auf. Bomben los! Ich muss näher ran. Das ist eine der nervigeren Mobgruppen. Ja, okay, die Inka war jetzt ein bisschen gewastet, aber ich wollte sie dann wieder ready haben. Über alle weggecharged. Ich wollte sie dann wieder ready haben. Ich habe mich jetzt immer so gegen, weil der Typ, ne? Hier geblieben, ihr elenden Land. Er hat halt einfach gepullt, okay. Na gut, der Heiler hat einigermaßen Mana. Das kann aber auch schon wieder ein Anzeigebug sein. Ich habe andauernd den Mana-Anzeigebug. Dann hast du immer die Problematik,
Wo ist der Kack? Dann habe ich immer die Problematik, dass er immer... Das kann nicht sein, der hat nicht die ganze Zeit volles Mana-Fokus. Siehst du, er hat fast kein Mana. Das ist so ein Rotz. Und dann gibt es immer die Heiler. Schaust du nicht, wie viel Mana der Heiler hat? Ja, würde ich, aber es wird immer falsch angezeigt. Seht ihr das? Hier wird er als 100% angezeigt. Und er hat eigentlich 21% Mana. Das passiert mir so oft, dass... Und manchmal ist es nicht nur 100%, sondern es ist irgendein Wert drin. Dann glaubst du dem tatsächlich... Habt ihr das auch? Das ist halt das Nervigste, was es gibt. Da bist du als Tank schon so clever und guckst aufs Heiler-Mana und dann wirst du aber gefickt damit. Ja. Siehst du, halt immer noch 100% hier und da hat er so gut wie nichts mehr. In der Gruppe, normalerweise nehme ich den Heiler halt nicht ins Fokus, ne, und schau da irgendwas, sondern ich vertraue halt eigentlich davon, dass die Anzeige richtig ist. Aber ist sie leider oft nicht. Ich heile mich jetzt wieder selber hoch. Ich muss halt eh recken. Liegt wohl an dem Addon. Meinst du? Aber das ist die Standard-Blizzard-Anzeige. Das ist tatsächlich kein Addon. Jetzt habe ich ihn mir in den Fokus, ne? Dann sehe ich zumindest, wie es mit dem Mana aus... Hätte ruhig fertig recken können. Ich habe einen Mob. Das ist halt easy. Ja, also... Natürlich, es kann immer sein, dass ein Addon irgendwie reinspielt und das verbuggt. Es kann immer sein, klar. Aber das ist die Blizzard-Standard-UI. Da greift ja eigentlich kein Addon drauf zu. Also ich weiß nicht, ob das an dem Addon liegt. Ich bezweifle es eher, muss ich sagen. Kann natürlich aber immer sein, ne? Wissen tue ich es nicht. Aber wir haben den Mobs. Okay, warte mal. Ich kann es theoretisch stealthen. Ahoi, aber die eine Gruppe mache ich trotzdem. Piraten aus. Anders als der Abschaum, der sich hier sonst rumtreibt. Wenn ihr die Weltmeere unsicher machen wollt, solltet ihr den Kapitänsrat treffen. Dabei kann ich helfen. Aber zuerst müsst ihr mir einen Gefallen tun. Dieses Schloss will sich einfach nicht knacken lassen. Fuck, jetzt stehen alle zusammen hier. Geht hinter. Wir wollen die einen Viecher nicht adden, weil diese Ratten, die stacken, glaube ich, alle hoch. Die willst du nicht haben. Ich will erstmal nochmal Bonsandi haben und... Ich weiß nicht... Ich habe kein Ziel. Das ist zu weit entfernt. Pull jetzt den noch raus. Nein, die dürfen nicht alle auf einmal sterben. Die Ratten. Die stacken, glaube ich, alle, oder? Nein, die stacken nicht. Nice, Blizzard hat das gefixt. Ich war hier schon ewig nicht mehr. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Will Bonsandi trigger? Ich hoffe, der zählt als ein Mob. Ich muss näher ran. Nein, der triggert nicht. Ich habe keine Ahnung, ob das gut geht. Weil du hast als Ding halt eine echt shitty Unsichtbarkeit, ne? Boah, ich bin so gut, habt ihr das gesehen? Easy cheesy. Ah, ihr habt's geschafft! Ich wusste, dieser Kleffer würde uns helfen. Der beste Freund des Menschen. Und hier das offizielle Ornat der Schwertwasserkorsaren. Wie versprochen. Jetzt seht ihr aus wie anständige Kriminelle. Gefallene. War mir ein Vergnügen, Geschäfte mit euch zu machen. Wenn ihr nichts dagegen habt, mache ich mich jetzt davon, bevor mich noch jemand vermisst. Easy peasy. Ich muss sagen, die Leute machen ihre Stunts, das ist gut. Also der DH macht seinen Stun, da kann ich nichts sagen. Wenn der Healer jetzt noch dispeln würde, okay, hat er. Ich muss näher ran. Wenn die mal noch desorientieren, dann kommt da auch nichts durch. Da
Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Oh, da war er drin gestanden in der Schütte. Wir bauen bloß ein bisschen lang, die Mobs runter zu klopfen. Oh fuck, wie konnte der denn adden? Das ist jetzt nicht gut. Hab so schön durchgestafft und er addet halt, ne? Lädt immer noch auf. Das wastet halt übelst Zeit. Hat denn der einen Mana? Okay, der hat ganz gut was. Castet halt die ganze Blitzschlag. Damaged halt. Okay, heilt er mich halt nicht. Und deswegen muss ich mir immer selber heilen. Da kannst du eigentlich den einen Affen noch dazu pullen. Ach komm, jetzt beide, oder? Das orientieren wir sie. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Gleich mal einmal interrupten. So, jetzt habe ich mein Desorientieren raus und ich habe quasi mein und mein Knockback. Jetzt habe ich nichts mehr zum Interrupten außer den normalen Kick, ne? Aber viele Sachen kannst du ja normal nicht interrupten. Ah, ich hasse es. Ich weiß gar nicht, ob die Neutralen hier, ob die ausdecken. Mach die lieber weg. Die haben mal gestackt. Ich weiß halt nicht, ob sie das auch gefixt haben. Oh, die stacken noch. Gut, dass wir die weggemacht haben. Der Heiler hat so gut wie keinen Mana mehr, ne? Der sollte mal recken jetzt, der Dude. Betäubt. Okay, sitzt er? Er reckt halt nicht. Dude, er hat 6%, okay. Keine Ahnung. Er reckt halt einfach nicht. Ich versteh's halt nicht. Warum er sich nicht einfach hinsetzt. Ja, wir werden jetzt, also, weiß ich nicht, wie er jetzt mit 3% noch heilen will. Hat der kein Essen dabei? Wir werden jetzt halt auch Dings triggern, ne? Auch die Mobs. Aber er sitzt sich halt nicht hin. Jetzt hat er absolut so 1% Mana. Sie hauen jetzt alle Stunts hier für den Shit raus und wir triggern das nächste von Sandy. Gefallene. Na gut, zumindest hat er Ding hier, sein Erdele. Das ist schon mal gut. War jetzt richtig und wichtig. Jetzt sollte er aber mal echt recken, ne? Keine Ahnung. Hat er kein Food dabei? Okay, jetzt hockt er sich hin. Erst den anderen, dann können wir HTen bei dem. Shit, so, wir müssen die Putt machen. Hilft nix. Die sind zu lang da. Normalerweise skippst du die Putt. Ich muss näher ran. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Shit, jetzt haben wir alle Stunts auf einmal draus. Darfst nur nicht die einen Mobs adden, die oben sind. Normalerweise ziehe ich die durch. Ah, ich hasse euch. Da hat irgendeiner Rainer Ed. Pack it. Normalerweise machst du die hier nicht drin, ziehst die zum Boss durch. Ich hab nichts mehr zum Interrupten. K
kann auch ein GS nehmen. Ich zieh die ein bisschen raus jetzt einfach. Ich habe halt jetzt auch keine CDs mehr. Nein, hätte doch nicht noch mehr! Ich hasse dich. Nein. Ich hasse solche Leute. Nicht, Mann. Er bedpaggelt halt in die Mobs rein. Ja, jetzt haben wir HT auch wieder ready, ne? Normalerweise machst du den anderen Boss als erstes. Ach komm, ich hasse solche Leute. Ich hasse einfach solche Leute. Er hat halt, habt ihr das gesehen? Er ist halt reingebedpaggelt in die nächste. Irgendeiner hat nach oben AE. Ich nehme mal an, der Shadow AE. Die Mobs kamen und dann kamen halt nochmal die komplett nächsten. Jetzt kannst du den Boss auch machen, keine Ahnung. Ach. Freunde der Grummel machen hier ein gutes Geschäft. Ja, das ist schon wieder gelaufen, der Run, keine Ahnung. Wenn du halt so eine Kacke machst. Die zwei Gruppen waren halt schon, ne? Waren halt schon eng. Aber dann noch die in die Gritte rein zu bedpaggeln, ist halt einfach nur dumm. Du machst halt den ersten Boss, dann gehst du zum dritten Boss, weil der halt easy ist und du kein HT brauchst. Und dann gehst du hier zurück und ziehst hier das zweite HT. So machst du es eigentlich. Wir haben jetzt so lange gebraucht, dass wir jetzt das HT hier schon wieder ready haben, weil der Gimler die ganze Kacke pullt. Bis dahin war es halt echt eigentlich ganz in Ordnung. Oder Instant Hincharge, dann geht's eigentlich. Wenn's blöd ist, dann kriegst du einen Hit wie ich jetzt eben nur ab, aber so musst du halt kaum irgendwas moven, das ist deutlich angenehmer. Guter Schuss. Lauf, kleines Mädchen. Ich muss näher ran. Lauf! Ich weiß gleich nicht, ob ich level. Ich mach jetzt erstmal den Kino fertig und dann gucken wir mal, was ich dann noch mach. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Dann sah die Gruppe halt jetzt echt nicht so verkehrt auf. Aber wenn du da halt rein bedpaggelst, ist halt ein bisschen gammelig. Jetzt müssen wir uns halt echt beeilen, aber das. Wir haben jetzt halt. Na, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Muss eigentlich hier durchlaufen. Ist die Pat gerade nicht da? Die nimmst du mit. Die ist direkt rein. Counterst den einen, der den Breath macht. Der muss jetzt gecountert werden. Nein! Wie kannst du denn den ganzen Scheiß da pullen? Wie bist. Wie? Wie? Alter! Ich hab extra einen scheiß Raw gezogen! Müssen die interrupten, dass die runterkommen? Alter! Jetzt hast du halt die komplette Bagage hier hinten, die uns zu Tode castet. Krieg so einen Hass. Ich muss jetzt halt nur noch von den Mobs weglaufen. Es hilft halt nichts. Wir werden jetzt halt übelst viele Stacks auch gleich haben, weil die alle gleichzeitig sterben. Ich hab halt nichts mehr, was ich ziehen kann. Ich kann nur Shadow melden. Das ist das Letzte, was ich machen kann. Mich selber heilen. Ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es halt nicht, wie man zweimal an der gleichen Stelle so verkacken kann. Vor allem, wir haben jetzt gleich schon wieder so viel Trash, dass wir den nächsten Dings triggern. Wir haben halt viel zu viel Trash jetzt. Viel zu viel. Ich bin außer Reichweite. Ich bin jetzt gestunt, weil ich das Schweinchen geklickt habe. Also ich kann da nicht weglaufen. Weißt du... Das ist zu weit entfernt.
Ich bin außer Reichweite. Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Feuerin, Buhlram an! Schau einer an! Sie haben ein Schwein gefangen. Vielleicht kommt jetzt mal eine echte Herausforderung. Aus der Kanalisation von Freihafen kommt ein Tortolaner, an dem sich so mancher Gegner schon die Zähne ausgebissen hat. Muss ich eigentlich Wut hier poolen? Dings habe ich noch ready. Der schildbewehrte Schläger. Wir dürfen jetzt halt bloß nicht den Boss poolen. Wenn sie jetzt den Boss poolen... Ludwig! Wir haben... Nee, sorry, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, ne? Wenn du pullst den Boss nicht, wenn du weit genug wegstehst. Wir haben jetzt halt, Dings, ne? Heiler hat kaum Mana, wir haben, die Mobs und ich muss jetzt die kiten, während, Dings, wir haben nichts mehr ready. Während dem komischen, Dings auch noch. Also, gute Gruppen ziehen ja immer die Mobs hier in den Bossfight rein, aber wir sind halt keine gute Gruppe. Muss ich den Dingern ausweichen, den Voids, und ich habe halt absolut gar nichts, weil ich für diesen Gammelpull alles bewunden musste. Ich bin außer Reichweite. Ganz ruhig. Ich hab halt einfach nichts mehr, ne? Ich bin einfach blank ohne Ende. Ich kann auch mal Shadow melden, ne? Da sind dann stimmt irgendein DD. Letzte, was ich nur machen kann. Schau mal, wie viel Dinger wir schon rumfliegen haben. Ich habe kein Ziel. Ludwig geht zu Boden! Was für ein Kampf! Er halt immer weiter, soll einfach sich hinhocken und recken. Dann kann ich noch so einen großen runterpullen. Denn ihr nächster Gegner ist der Inbegriff roher Gewalt. Unser Champion, der bei den Fischen schläft. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vollstrecker von Freihafen. Der Virtuose der Fliege. Sollte halt weggehen, sonst pullt er gleich wieder den Boss. Dann haben wir nämlich 16. Ich weiß nicht, wie viel du am Ende noch kriegst, aber... Die Brücke müssten, wenn alle smooth rüberkommen. Lauf, kleines Mädchen. Die jetzt hier. Lauf doch! Der Shadow läuft in die Melee Range! Warum läuft der in die Melee Range? Warum? Was macht der in der Melee Range? Ich freue mich in der Gruppe, dass wir nicht wieder 10 Melees sind. Dann steht der fucking Shadow in der Melee Range rum. Warum? Warum? Ich verstehe es einfach nicht. Ich krieg echt Aggressionen bei solchen Leuten. Priest Move, schreibt der eine. Der Haar ist auch schon genervt von dem Typen. Ich versteh's nicht. Es besteht halt keine Notwendigkeit, dass der Caster in die Mini-Range rennt. Es ist halt... Ne? Das ist immer so ein Playstyle, wo ich mir denke, warum macht ihr das, ne? Wollt ihr uns ärgern? Was macht der DH da? Und der Mann, das ist der Priester. Alter, was ist denn? Der läuft nicht. Der steht einfach und lässt sich hitten. Ich muss näher ran. Was ist denn verkehrt mit dir? Der macht halt keinen Schaden. Und lässt sich halt einfach von dem Shit zu Tode hitten. Ich dachte, das ist der DH, der im Wirbel steht, aber nein. Es war der Shadow, der einfach den Hai tankt. Ich bin gerade ein bisschen impressed, muss ich sagen, von dem Typen, wie dreist er ist. Ich muss näher ran. Dreistigkeit siegt manchmal. Ja, wir können das halt theoretisch schon noch machen. Wir haben nur 11 Minuten, ne? Langsam ist es halt nur noch zum Lachen und zum Weinen und nichts mehr anderes. Ja, ach, jetzt läuft er aber ins Melee-Camp. Great Job hier, ne? Die Melees können den Heil gebrauchen. Die können den Heil gebrauchen. Ich glaube, der Priester wird hier gerade geboostet. Was kann ich mir das nicht erklären? Ich spare mir jetzt meine Inkarno auf. So, jetzt gibt's eigentlich beim Zurücklaufen, gibt's jetzt eigentlich gar nichts mehr, was wir adden können, weil wir echt alles tutti completi mitgenommen haben. Müssen wir bloß noch zum Endboss durchlaufen?
du, ne? So, sollen wir uns das mal angucken, wer es hinkriegt und wer es nicht hinkriegt. Ich kann ja durchstaven, ne? Eigentlich müsste ich jetzt hinten schon pullen, aber ich glaube, einer fehlt immer. Der eine ist im... Hä, ist der ins... Hä, wie kann der ins Stealth gehen? Ne, der Shadow ist noch nicht da. Ach, der Shadow pullt sicher, weil der so ein Kacknoob ohne Ende ist. Was macht der denn? Geht der jetzt hier spazieren? Schau mal ein bisschen die Instanz an, ne? Ist schön hier. Freehold. Ja, lass dir Zeit, ne? Lass dir Zeit. Wo ist der denn? Ach, der geht auf... Really? Hat er sich jetzt verlaufen? Ich bin außer Reichweite. Ist noch nicht bereit. Was macht der Typ? Ist der wirklich grenzdebil oder. Der Typ hat sich einfach in eine Instanz verlaufen, ne? Mit U+. Machen wir mal einfach so. Ja, Loft. Alter Schalter. Ja, wir haben jetzt halt schon zwei Gruppen gemacht, ne? Lass dir Zeit, der pullt jetzt sicher auch noch, ne? So ein Kack nur wieder. Ja, bitte! Was sage ich denn? Gepullt hat er auch noch. Komm, da kann man schon mal klatschen. Yes! Jetzt werden wir auch noch die Putt adden. Lauf bloß von der Putt jetzt weg. Lauf bloß von der Putt jetzt weg. Alter. Wir overcappen halt ohne Ende. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Er verläuft sich, pullt dann. Weißt du, wir hätten eigentlich einen ganz guten Dings gehabt. Du willst halt das andere nicht, also du willst halt das letzte Bonsandi nicht triggern. Wir overcappen halt ohne Ende jetzt. Ja. Euch Gefallene. Jetzt haben wir den Scheiß. Wir können halt jetzt den Kack auf der Brücke spielen. Wie ich's hasse. Das ist das, was du nicht willst, weil du dem Scheiß echt Kacke auf der Brücke ausweichen kannst. Ich hoffe, der Heiler dispelt jetzt wenigstens. Desorientiert sind wir alle noch. Ich bin außer Reichweite. Fuck, da muss ich raus. Weil du kannst halt dann immer nicht durch die Dinger durchlaufen, das ist halt totaler Rotz. Wenn wir jetzt in 7 Minuten. Jetzt müssen wir halt nochmal. Ich muss näher ran. Lauf mir da jetzt nicht nach hier. Wir müssen jetzt halt die Partner spielen. Wie viel Heiler hat der Mana hat der Heiler? Ich muss da raus, will ich wahrscheinlich die Dings adden. Fuck, ich muss jetzt auf Risk gehen. Hilft jetzt alles nichts. Ich muss sie pullen. Lauf jetzt bloß nicht in die Kacke rein. Das war ein Tier, das noch. Fuck, der Priester ist tot. Der ist so ein Kacknoob, keine Ahnung. Sobald kommt die erste Void, liegt er drin. Müssen wir jetzt halt leider spielen. Das ist die Kacke. Aber wir haben jetzt nochmal HT für den Endboss. 6 Minuten. Wenn jetzt keiner addet, ne? Geht das. Aber es wird einer adden. Ich weiß es jetzt schon. Ja, da unterbricht halt auch keiner diesen Klingendings. Okay, mit dem Knockback kann ich es halt nicht mehr interrupten. Jetzt muss ich halt echt die Wall hier noch ziehen. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Wird halt jetzt echt noch knapp gegen Ende. Lauf jetzt halt nicht zusammen. Alter. Nee, nur ein Zauber gesperrt hier. Sie werden sicher die Ads pullen in den Key Depleten. Ich sehe es jetzt schon kommen und ich wette ganz viel auf den Priester. Hat der Heiler Mana? Okay. Auf geht's.
Ihr denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen, Konaille? Gestattet mir, euch das Gegenteil zu beweisen. Hütet euch. Ich sehe das Feuer schon überall. Ich weiß es einfach. Und das Versagen ist drauf, ja. Der Shami, der legt das gut ab. Bravo, das war nicht schlecht. Gut gemacht. Alle Mann an Deck. So, spielt er den gut? Ich kick den nochmal weg. Ah, hast du gesehen hier, da bringt mein Knockback schon auch was. Root wäre auch nicht schlecht, ne? Darf jetzt bloß nicht in die Ads reingekickt werden, dann los, ist alles gut. Mach dieses Pack mit unseren Kanonen bekannt. War nicht schlecht abgelegt, das ist okay. Haben sie gut gemacht. Jetzt hier so ein bisschen ins Ding. Kick den nochmal ins Nirvana. Ich muss echt gucken, da hinten in der Ecke, teilweise resettet der Boss, deswegen musst du da ein bisschen aufpassen. Holy moly. Wir haben das tatsächlich in Time geschafft, ne? Ja, wie der jetzt instant sein Loot rausgesucht. Und der Typ hat natürlich Loot gekriegt, ne? Ich krieg wieder gar nichts. Na wunderbar. LOL. Der hat das Trinket 425 mit Sockel bekommen. Besser geht's halt nicht. Schau dir das Trinket an. Was ist denn das hier? Hier war eine Hände. Aber der gibt mir seine Hände. Nice. Ja, das ist minimal besser, weil da Agi drauf ist und meine Bistets. Also das ist tatsächlich ein bisschen... Das ist absolut Biss-Trinket, was der da rausgezogen hat. Besser geht's gar nicht. Er hat... Gut, Tertiär-Stat war noch gut. So, jetzt habe ich mit dem hier auch einen 10er Freehold. Wunderbar. So, ich habe das mit aufgenommen. Vielleicht lade ich das hoch, ne, wie ich hier am Rumrätschen bin. Mal gucken.